When you see a goalie playing that calm and just quiet style of play, it's the best thing for a team. Ist schon nochmal etwas Spezielleres, so der Schlussmann sein. Dann, wenn alle Bahn brechen, dann ist er quasi noch da und hebt irgendwie hebt dagegen und. Goalie technisch hat der Klaus so bis jetzt alles im Griff. I think I've only seen Leo have maybe 3 bad games in 2 years, so it doesn't happen very often. Er ist immer ein Schritt vorne als der Spieler und das für uns ist sicher positiv. Als Mensch, ein sehr super Mensch, hilft ihm, ist glaube sehr schlau. Also ich denke es einmal. Vielleicht ist es die Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt ich weiß, wie kann ich Goal schiessen gegen den Leo. Aber ist schnell vorbeigegangen. Vielleicht zweimal gegangen, aber der dritte nicht mehr. Wenn du ein Goal machst, das du nicht hast erzielt, dann wird er einfach, ja, nein, willst du mich verarschen oder so etwas. Also einfach, ja, wird er aber hässlich. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Ich kann einfach nicht verlieren, das ist ein kleines Problem von mir. Er ist sehr ehrgeizig, weil er weiß, was er braucht, für dass er auf seinem Niveau spielen kann. Und dementsprechend tut er sich auch verhalten. Sometimes can't tell if he's happy, if he's mad, if he's angry. But that's good, that's perfect for a goalie. Schlussendlich muss man ihn machen, weil man kann ihm vertrauen und man weiß, wenn es zählt, ist er da. Ja, ich meine, meine Arbeit ist eigentlich ganz simpel. Ich muss nur den Puck stoppen. I think he wins most of the games for us, but it's not by scoring, but he's. He makes those saves, and I think he's been our MVP for 2 years that he's been here.